Eben saßen wir noch im Livestream und haben gesehen, wie der AfD in Thüringen heute mitgespielt worden ist. Also nicht nur, dass auf Grundlage der Eilentscheidung des thüringischen Landesverfassungsgerichts die Parteien CDU, BSW, SPD und Linke die Geschäftsordnung und das Wahlprozedere zur Wahl des Landtagspräsidenten ändern und somit den CDU-Kandidaten Dr. Thaddäus König zum neuen Landtagspräsidenten wählen konnten. Nein, sondern wir wussten bereits im Vorfeld, als es zur Wahl der Vizepräsidentin des Landtages kommt, dass die Kandidatin der AfD, Wiebke Musal, auch hier durchfallen wird. Ja, und so ist es dann letztendlich auch gekommen. Und damit herzlich willkommen in meiner Nachrichtenküche. Ich freue mich, dass ihr auch heute nach diesem Livestream hier einmal eingeschaltet habt. Und hier möchte ich einmal kurz zusammenfassen, was wir heute in gut 3,5 Stunden alles erlebt haben. Nun, einmal, ja, wir haben uns ja angeschaut, wie wird das heute ablaufen? Also das thüringische Landesverfassungsgericht hat ja in einer Eilentscheidung gesagt, dass es den Parteien und den Abgeordneten im Landtag durchaus zusteht, die Geschäftsordnung noch vor der konstituierenden Sitzung oder während der konstituierenden Sitzung, wie in diesem Fall, hier im Vorfeld zu ändern. Also hat sich auch der Alterspräsident Jürgen Treutler von der AfD hingesetzt, hat die beiden Schriftführer ernannt, hat die Anwesenheit aller Abgeordneten festgestellt und bevor es dann unter Top 5 zur Wahl des Landtagspräsidenten gekommen ist, kam Top 4, also Punkt 4 der Tagesordnung. Und da wurde dann mir nichts, dir nichts, einfach mal die Geschäftsordnung geändert. So, dass auch die Parteien wie CDU, BSW, Linke und SPD einen gemeinsamen Kandidaten zur Wahl des Landtagspräsidenten aufstellen konnten. Denn in der alten Geschäftsordnung war immer noch verzeichnet, dass die stärkste Fraktion, in diesem Fall die AfD, das alleinige Vorschlagsrecht hat. So, geht weiter. Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Abgegebene Stimmzettel 87, gültige Stimmzettel 87. Auf den Wahlvorschlag der Fraktion der AfD entfallen 32 Stimmen. Auf den Wahlvorschlag der Fraktion der CDU entfallen 54 Stimmen. Es liegt eine Enthaltung vor. Damit hat der Wahlvorschlag der Fraktion CDU mehr Stimmen erhalten als der Wahlvorschlag der Fraktion AfD. Der Wahlvorschlag der Fraktion der CDU hat damit die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht. Ums. Und damit war dann auch das erste Ziel dieses Konglomerats an Parteien, die sich selber demokratische Parteien nennen, durchaus erreicht. Man hatte verhindert, dass die AfD in Thüringen den Landtagspräsidenten stellt. Und nochmal hier zur Erinnerung, so haben die Thüringer am 1. September 2024 gewählt. Da kam die AfD auf 32,8%, die CDU auf 23,6%, das BSW auf 15,8%, die Linke auf 13,1% und die SPD auf 6,1%. Das bedeutet, alle anderen Parteien haben weder die 5%-Hürde übersprungen, noch haben sie genügend Direktkandidaten in den thüringischen Landtag bekommen, sodass diese Parteien hier keine Rolle spielen. Und 7 Legislaturperioden lang, auch in Thüringen, war es nie ein Problem, dass die stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht zur Wahl des Landtagspräsidenten hat. Jetzt ist das allerdings ein Problem, denn jetzt ist die AfD die stärkste Fraktion geworden und alle anderen Parteien, die möchten mit der AfD halt auch nicht zusammenarbeiten. Also die CDU hat ja eine Brandmauer, die Linken würden sowieso nicht mit der AfD zusammenarbeiten, auch die neueste Altpartei mittlerweile, das BSW, hat ja nun gesagt, nein, nö, AfD, nee, vielleicht mal inhaltlich, wenn es da ein paar gute Anträge gibt, aber ansonsten nein und die SPD sowieso nicht. Also von daher, die 32%, die AfD dort bekommen hat, die stehen halt für sich alleine. Die 68%, also die restlichen, die jetzt da im Landtag vertreten sind, die stehen halt auch für sich. Und das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, dass Andreas Bühl, ne, also der Name wird euch wahrscheinlich auch was sagen, das war der Typ, der vor 2 Tagen ne, hier, während der feixende Mario Vogt daneben saß, dem Alterspräsidenten Jürgen Treutler
gesagt hat, er würde hier etwas wie eine Machtergreifung, ja, vollziehen. Herr Treutler, ich widerspreche vehement gegen Ihre Ausführung. Ich widerspreche. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Ich widerspreche. Sie haben diesen jetzt abzustimmen. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Herr Treutler, Sie haben jetzt abzustimmen. Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf. Unterbrechen Sie meine Rede nicht. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf. Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung. Ja, dass genau dieser Andreas Bühl damals gegen den Änderungsantrag, damals noch von Grünen und so, gestimmt hat, die Geschäftsordnung des Landtages weit vor der Landtagswahl zu ändern. Da wäre das dann überhaupt auch kein Problem gewesen. Ne? Dass man, ne, das, was jetzt hier gerade im Schnellverfahren heute passiert ist, das hätte man eigentlich schon vor, ja, gut 10, 11 Monaten haben können. Aber damals hieß es dann auch, nein, wir stimmen dagegen, gegen die Änderung der Geschäftsordnung, auch mit der Begründung, dass die CDU ja sowieso stärkste Kraft in Thüringen werden wird. Ja, wie man sieht, kam alles anders. Und ja, sagen wir mal, so gute 9 Prozentpunkte Unterschied zwischen AfD und CDU, das ist halt auch schon eine Hausnummer. Also die haben einen höheren Unterschied in den Prozentpunkten, als manche Parteien jemals überhaupt an Prozenten bekommen haben. Der eigentliche Eklat des heutigen Tages war allerdings auch, und das war Teil 2, sage ich mal, des Streams, ja, das war die Wahl zu den Vizepräsidenten. Also es gab 4 Vorschläge, einmal von der AfD, einmal von dem BSW, einmal von der SPD und einmal von den Linken. Ja, die CDU hatte kein Vorschlagsrecht mehr, da die CDU ja nun mittlerweile den Landtagspräsidenten zu dem Zeitpunkt gestellt hat. Ja, und es kam, wie es kommen musste. Ich gebe die Ergebnisse der Wahlen bekannt. Zu Tagesordnungspunkt 6a, Wahl einer Vizepräsidentin bzw. eines Vizepräsidenten auf Vorschlag der AfD-Fraktion. Abgegebene Stimmzettel 87, gültige Stimmzettel 87, damit keine ungültigen Stimmzettel. Auf den Wahlvorschlag der Fraktion der AfD entfallen 32 Ja-Stimmen, 41 Nein-Stimmen, es liegen 14 Enthaltungen vor. Damit hat der Wahlvorschlag die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gemäß § 2 Absatz 2 in Verbindung mit § 41 Absatz 2 der Geschäftsordnung nicht erreicht. Es war so klar. Auf der anderen Seite haben die Kandidaten der SPD und vom BSW mehr Stimmen bekommen als CDU, BSW, SPD und Linke zusammen im Parlament überhaupt haben. Das heißt, dort haben auch AfD-Abgeordnete für diese beiden Kandidaten gestimmt. Und jetzt kann man sich einmal überlegen, ja, wer die wirklichen Demokraten denn eigentlich in diesem Landtag sind. Und mein Fazit bei der ganzen Geschichte, auch wenn das Landesverfassungsgericht in Thüringen erst einmal eingreifen musste, damit überhaupt die Parteien wie CDU, BSW und so weiter die Geschäftsordnung vor der Wahl des Landtagspräsidenten ändern konnten, zeigten diese in der Wahl zur Vizepräsidentin bzw. zu den Vizepräsidenten, die dann aufgestellt worden sind, ihr wirklich wahres Gesicht. Denn auch da haben sie eiskalt die Kandidatin der AfD durchfallen lassen. Komplett. Sie hat nicht eine einzige Stimme. Sie hat 32 Stimmen bekommen. 32 Stimmen. Das sind alles Stimmen der AfD. Die AfD ist mit 32 Abgeordneten im Landtag dort vertreten. Sie hat nicht eine einzige Stimme von CDU, BSW, Linke oder SPD bekommen. Nicht eine einzige Stimme. Und am Ende wird sich wahrscheinlich dann doch herauskristallisieren, was der parlamentarische Geschäftsführer der AfD nun schon eingangs auch gesagt hat. Es ist völlig egal, wen die AfD hier aufstellt, sofern es nicht Mutter Teresa oder gar Jesus Christus ist. Alle anderen Parteien werden jeden, wirklich jeden Kandidaten der AfD für diesen Posten ebenfalls durchfallen lassen. Die Frage ist nur, ob diese Kartellparteien den Bogen mittlerweile nicht zu sehr überspannt haben, wenn sie 32% aller Wähler in Thüringen von der parlamentarischen Demokratie hier, wie wir sie in Deutschland haben, einfach ausschließen. Und damit danke ich euch wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen wirklich tollen Tag
Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun alle den Gürtel enger schnallen und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.